Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ Comparison. Wir vergleichen Civ 2 mit Civ 5. Wir schreiben jetzt das Jahr 1852 und ich glaube, Civ 2 hat in den Einjahresmodus geschalten. Das heißt, jeder Zug ist nur noch ein Jahr, aber sicher bin ich mir nicht. Das werden wir gleich sehen, wenn wir nach Ende dieses Zugs das Jahr 1853 haben und nicht 54, wie es erscheinen würde. Das heißt, ich muss dann auch bei dem C5 schauen, ob es auf ein Jahr geht, oder ich mache dann wieder die, die Abstände, die Aufnahmen in C2 wieder länger. So, Adam, das braucht auch noch eine Straße und einen Dings, einen Bahnhof, Bahngelände, Dings. Passt. Fangen wir dann an mit dem. Nicht bei New York, weil die können nichts bauen derzeit. Also warte mal. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe F gedrückt. Ah. Ich bin so unfähig. Bundesium ist fast gratis, weil da gibt es gerade einen Aufstand. Können die Stadt zerpförten. Ha, wir sind so gemein zu den armen Römern. Jetzt habt ihr mich tief atmen hören. Okay, nach dieser Aufnahme gehe ich ins Bett. Dabei ist es noch gar nicht so spät, aber heute war ein anstrengender Tag bei mir. Gut, wir vergeuden da auch zwei von meinen Siedlern für solche Tätigkeit. Oder wäre es, wenn ich die Siedler darauf schicken würde gerade. Gut, also wenn die Zulus weiter so angreifen, wie sie es gerade tun, habe ich gar nicht so große Angst mehr vor ihnen. Ich fürchte allerdings fast, dass wir auch gebeieren können, wenn sie wollen. Sagt Woodlake oder Killdeer. Killdeer ist größer. Braucht auch Gems. Okay. Dann gehen wir nach Killdeer. Und du fährst wieder nach Iro Castle. Ich weiß, wo
irgendwas kommt, was wir wegtransportieren wollen von dort. Okay, Innsbruck ist weit weg. Machen wir da mal hier. Nicht Heidelburg. Hamburg gibt's auch nicht. Halle in Tirol gibt's. Hallstatt haben wir nämlich, glaube ich, schon. Ja, da ist Hallstatt. Ich sehe sogar. Oder? Allein! Hey, gute Wahl. Allein ist gut. Wow. Ich glaube, das ist schon relativ geschützt. Wir müssen nicht extra noch. Obwohl, wer weiß. Naja. Zur Fracht an Bord. Und zwar Spice und Coal. Okay, der braucht wieder noch. Der braucht beides. Nur dann auf nach Tlaxcala. Hier sind ja normalerweise die Sachen, die nicht zerstört werden vom Computer, was ich nett von ihm finde. Bist du irre? Das ist noch ein ganzer Kontinent vollkommen unbesiedelt. Amphibische Kriegsführung, ekelhaft. Theologie. Hey, und wir haben amphibische. Was war denn plötzlich? Sind die so? Ich bin nicht die so. Griechen kriegen Fundamentalismus. Ah. So, sind das schon die letzten? Ja, ich fürchte fast. Unser Thronsaal wird nicht mehr verbessert. Wir haben ihn im Jahr 1852 vollkommen aufgebessert. Ja, was gibt's denn eigentlich da bei euch? Drei ganze Städte noch zum Erobern. Ist okay. Okay, ja. Auf keinen Fall seid ihr ready. Ich glaube, der hasst mich. Noch mehr Marinesoldaten.
sehr fies, die forschen zu sechs gemeinsam. Nächstes ein Aquädukt rein. Wir hatten ja vor, schnell zu wachsen dort. Restored, okay. Muss man mal in Alko. Keine Truppen. Davon haben sie mehr als genug. Bauen wir Bank oder Bibliothek oder Fabrik. So für Produktion. Fabrik wird wichtig sein. Salz bieten sie nur an, das braucht keiner mehr. Und Heiz ebenfalls. Das ist natürlich nicht schön. Oh, lieber Heiz. City Wall. Wir brauchen hier auch noch einen Hafen. Supermarkt in Eisenstadt. Nicht schlecht. Noch eine Bank. Jetzt mein LKW. Yay, Oakland hat auch einen Supermarkt. System. Ich glaube, das hast du notwendig. Bald. Noch ein Spion. Supermarkt brauchen wir da noch nicht. Library. Ja, diese Insel ist wirklich noch vollkommen unerforscht. Ich habe da eine Hütte gefunden. Das ist nochmal ein gutes Zeichen dafür, dass es hier niemanden gibt, der dieses Gebiet in irgendeiner Weise für sich beansprucht. Ein Fehler. Der Weg ist zu weit, er schafft das nicht.
Die Städte hier werden nicht besonders großartig produzieren, dafür Unmengen an Zeug. So, du wartest hier auf das Schiff, das wird nämlich sicher kommen und dich mitnehmen. Ja, wir schauen wirklich das Jahr 1853. Ich höre jetzt wirklich für heute auf und gehe ins Bett. Wir haben eine Viertelstunde, wir haben 18:53 Uhr. Was hörst du jetzt wissen mehr? Wow. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Schlaft gut und träumt was Schönes. Also, bis gleich bei C5. Hallo und willkommen jetzt auch zum zweiten Teil meines Civ Comparisons. Dieses Mal sollten wir eigentlich nur einen halben Zug machen, weil wir haben beim Civ 2 und bis 1853 gespielt. Ich werde ab jetzt wieder anfangen, bei Civ 2 längere Runden zu machen, solange wir, bis wir hier auch im Einjahresrhythmus sind. Schauen wir mal, wann wir das starten. Auf jeden Fall wird er hier auch starten, irgendwann mal der Einjahresrhythmus. Naja, diese eine Runde können wir jetzt noch machen. Das letzte Mal haben wir gegen die Shoshonen den Krieg begonnen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Loszugehen. Fettlinge. Gut so, versenkt diese Dinger. Ha. Gut so. Versenken wir die Shoshonen. Gut, da ist noch ein. Achso, das ist ein keltischer Freibeuter, das passt. Was? Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, dass man die ganzen Stadtstaaten also auf unsere Seite gebracht haben. Versenken dann irgendwelche shoshonischen Schiffe. Die Nationen des Westens hoffen, dass durch den Dampfverkehr die ganze Welt zu einer Familie wird. Na, schauen wir mal. Panzerschiffe könnten wir jetzt bauen. So, warte mal, Bogota. Das geht gar nicht, dass Bogota nicht mit uns verbündet ist. Wen hatten wir so einen schönen. Wo sind denn die? Da. Nein.
42. Puh. Gott sei Dank habe ich genügend Geld. So machen wir das. So, wir haben 1000 ausgegeben. Puh. Aber das war es mir wert. So, du bleibst hier, haben wir gesagt. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Oh, wir haben schon wieder einen Konquistador geschenkt gekriegt. Hätte man nicht irgendwas Sinnvolles geschenkt kriegt können. Was soll's. Besser als ein Stein und Schieber, könnte man sagen. So, was erforschen wir als nächstes? Irgendwas Militärisches vielleicht, wobei Dings war eigentlich eh auch davon schon, war eh auch ziemlich militärisch. Normbauteile, das ist gar nicht so schlecht, eine bessere Infanterie. Oder Funkwesen, Oder Militärwissenschaften vielleicht. Vielleicht sogar noch besser. Damit wir unsere Ritter endlich aufrüsten können. Gut, dann wird es ein Frachter gebaut. So, gute Frage. Bauen wir ein Panzerschiff vielleicht? In dem Szenario ist das durchaus nicht unwichtig, im Krieg gute Schiffe zu haben. Na gut, meine Herrschaften, das war es eigentlich schon wieder. Die Shoshonen werden schön schauen. Schön schauende Shoshonen quasi. Gut, wir sehen uns hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Das heißt Civ Comparison. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Das war diesmal ein sehr kurzes Installment. Na gut, bis dann. Tschüss euch.